Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Annika und ich mag Eisenbahnen und gehe gern wandern. Und heute bin ich mal wieder wandern, im Wald. Und es geht auf einen Berg. Also seid gespannt! Hier, wo ich gerade langlaufe, war vor 80 Jahren noch gar kein Berg. Na gut, der Berg liegt noch vor mir. Aber auch da, wo jetzt der Berg steht, war damals noch kein Berg. Ein paar Meter kann ich noch auf den schmalen Pfaden durch den frischen, grünen Frühlingswald wandern. Bis es dann langsam nach oben auf den 153 Meter hohen Fockeberg geht. Aber wie kam denn nun der Berg hierher? Am 1. Oktober 1947 wurde hier, auf den ehemaligen Bauernwiesen, eine Kippe für Trümmerschutt in Betrieb genommen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs mussten die Trümmer der zerstörten Häuser ja irgendwo hin. Ein Teil davon landete auf der Deponie in Dölitz und ein anderer Teil wurde hier aufgeschüttet. Ich gehe heute, soweit es geht, nicht den Hauptweg nach oben. Und während ich nach oben steige, könnt ihr mir gerne ein Abo und einen Daumen hoch dalassen. Am Wegesrand finde ich immer wieder Mauerreste, von denen ich eigentlich nicht sagen kann, wie lange sie hier schon liegen. Ja, normalerweise ist hier eine Treppe, auf der man auf den Hauptweg hochkommt. Ich muss jetzt wahrscheinlich den steilen Weg neben der Treppe nach oben. Geschafft. Jetzt gehe ich den Hauptweg weiter nach oben. Auf den Fockeberg führt ein rund 850 Meter langer, ziemlich langweiliger asphaltierter Weg. Der Weg eignet sich aber sehr gut, um darauf hoch und runter zu fahren. Deswegen findet hier normalerweise auch im Frühjahr das Seifenkistenrennen statt. Übrigens ist der offizielle Name des Fockebergs Trümmerkippe Bauernwiesen. Weil er aber direkt an der Fockestraße liegt, wird er von allen einfach nur Fockeberg genannt. In den 1980er Jahren wurde damit begonnen, den Berg zu bepflanzen und es wurden Wege angelegt. Heute gibt es, wie gesagt, den Hauptweg und zahlreiche kleine Nebenwege. Und jetzt wird es endlich Zeit, dass ich mich oben ein bisschen umschaue. So, ich bin oben angekommen. Hier ist es ganz schön sonnig und ein bisschen windig und vor allem warm. Und bei schönem Wetter ist es natürlich auch immer voll. Von hier oben könnt ihr nämlich sehr gut durch die Büsche auf die Stadt hinunterschauen. Oder einfach, wie es die ganzen Menschen hier oben machen, rumsitzen und die Sonne genießen. Es gibt einen kleinen Rundweg um das Plateau, sodass ihr von jeder Seite hinunterschauen könnt. Ich sehe von hier oben den MDR mit der angrenzenden Media City, den Fernmeldeturm in Holzhausen und die goldene Spitze des russischen Pavillons auf der Alten Messe. Wenn ich in Richtung Innenstadt schaue, entdecke ich unübersehbar den Turm des Neuen Rathauses, die Kuppel des Bundesverwaltungsgerichts, das Westinn und das Dach vom Stadion. Und hier durch die Bäume sehe ich noch den Uniriesen und das Wintergartenhochhaus. Auf der entgegengesetzten Seite liegt der südliche Teil des Leipziger Auwaldes. Hier oben hält gerade der Frühling Einzug und alles blüht. Kein Wunder, dass es so viele Menschen nach hier oben zieht. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach unten. Bei schönem Wetter, habe ich ja schon gesagt, ist es eben immer voll. Aber eigentlich ist Regen angesagt. Aber ich habe heute Trick 17 befolgt. Ich habe eine Regenjacke eingepackt und deswegen regnet es nicht. Auch nach unten folge ich nicht im Hauptweg, sondern biege bei der nächsten Gelegenheit ab und folge einem anderen Weg. Es gibt hier einfach so viele, viel schönere Wege zu entdecken. Hier oben heißt es nicht, alle Wege führen nach Rom, sondern alle Wege führen auf den Fockeberg. Naja, oder wieder runter. Ich bin wieder unten angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo. Hier oben gibt es eine Entdeckungsreise und hier unten ein Eisenbahnvideo. Je nachdem, was euch besser gefällt. Also dann, genießt die Woche und entdeckt was Schönes.